Wohin gehst du, George? Muss ich dir das wirklich sagen? Sei doch nicht gleich so schnippisch. Wenn du ein Leck abdichten musst, dann sag mir das doch einfach. Okay, ich gehe gerade mal ein Leck abdichten. Das habe ich ja auch noch nicht gehört. L-E-C-K. Die Fahrkarten bitte. Oh, hallo. Na, den kennen wir doch auch irgendwo her, oder? Das ist das nicht der Arzt, der Falsche? Das ist eine Rückfahrkarte zum vollen Normalpreis. Haben Sie keinen Seniorenpass? Ich benutze nur sehr selten die Eisenbahn. Meine Fahrkarte ist doch auch so gültig, oder? Tja, das schon. Aber Sie hätten bis zu einem Drittel des Preises sparen können. Ich brauche mich Gottlob nicht um derart kleinliche Petitessen wie Preise zu kümmern. Sie sind schon ein kauziger alter Vogel, Lady. Das steht man fest. Bitte die Fahrkarten, Sir. Hier. Unterwegs nach Stirling, wie? Ja, stimmt. Naja, ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht. Ist um diese Jahreszeit ein lausiger Ort. Obwohl, es gibt noch jede Menge Pubs und einen bezaubernden Ausblick vom Schloss aus. Vielen Dank. Wie gesagt, weil er genauso aussah und auch dieselbe Stimme hatte wie der falsche Arzt. Irgendwas an diesem Typ kommt mir sehr bekannt vor. Bist du sicher? Du bist müde, vielleicht irrst du dich ja. Kann sein, aber mir gefiel der Blick in seinen Augen nicht, als er mit dir gesprochen hat. Schon irgendwie sehr merkwürdig. So, wir wollten immer noch Leck abdichten gehen. Kannst du nicht mal still sitzen, George? Ach so, er muss gar nicht. Toilette. Er muss jetzt gar nicht Kannst mehr, oder was? Kannst du mal in den Speisewagen gucken, George? Ah, wie geht doch. So unvorstellbar das sein mag, aber ich bin hungrig genug, um englisches Essen zu mir zu nehmen. Okay. Fish and Chips. Wobei, wenn sie richtig gut gemacht sind, ist auch gegen Fish and Chips nichts einzuwenden. Ansonsten ist die englische Küche eher, naja. So, was zur Hölle macht die da? Ich habe keine Ahnung. Also eher, ich denke mal, es ist eine eher. So, sehr romantische Stimmung hier, muss man ja schon sagen. So, da ist, ja, keine Ahnung, Schiedsrichter oder was soll das sein? Ich habe keine Ahnung. Gut, Speisewagen haben wir jetzt hier nicht. Ich gehe erstmal hier rüber. Ah ja, englische Fußballfans, wa? Hi, kleine Party. Nö, das ist Frühstück. Komm, lang zu, Mann. Hey, Bescher, wach auf, Mann. Wir haben Besuch. Sein Atem erinnert mich an den Abluftkanal einer Chemiefabrik. Entschuldige, mein Kumpel. Macht nur ein Nickerchen. Schläft wie ein Säugling. Ich weck ihn, wenn wir nach Newcastle kommen. Newcastle? Wir sind schon vor einer halben Stunde durch Newcastle gefahren. Hab ich gar nicht gemerkt. Newcastle, ja genau. Was sauft ihr da eigentlich für einen Fusel? Stinkt eher wie Flugzeugsprit. Jau. Und gibt Haare auf der Brust wie Jeck. Wohl auch auf den Augäpfeln, so wie du aussiehst. Hast du diesen Mann schon mal gesehen? Klar, Mann. Das ist Chalky White. Und von dem kriege ich noch 10 Mäuse. Nein, das ist ein internationaler Attentäter und er nennt sich Khan. Oh, ja klar. Ei, aber ich war dicht dran, was? Alter, dieser Typ. Okay. Möchtest du eine rote Nase? Nee, danke, Jungchen. Hab ich schon. Okay. Weißt du, was das ist? Nö. Was sind das, Mann? Das ist ein Handwasser. Ha! Damit legst du mich aber nicht rein. Wenn ich dich reinlegen wollte, hätte ich ihn dir ja wohl nicht gezeigt, oder? Naja, also, wer weiß. Vielleicht bist du so ein ganz Schlauer. Versuchst einen Doppelbluff oder sowas. Ja, mit Sicherheit. Okay. Von dem können wir sonst nichts mehr rausbekommen, glaube ich. Der pennt. Ich will ihn nicht aufwecken. Also, um das ehrlich zu sein, ich glaube, dass ich ihn sogar mit einem Feuerwehrschlauch gar nicht aufwecken könnte. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Okay, die Musik verheißt. Also wir haben hier irgendwas gemacht, wovon ich aber noch nicht weiß, was. Was steht da? Newcastle. Ah ja. Anscheinend haben die eine eigene Fußballmannschaft, deswegen auch eher schwarz-weiß. Ich muss da leider sagen... Das Fenster zu, Kumpel. Ich muss leider... Es ist saukalt da draußen. Ich muss leider sagen, dass ich fußballtechnisch gar nicht so bewandert bin. Deswegen, so, er will nicht, dass wir das Fenster öffnen. Das heißt, wir gehen erstmal in den nächsten Raum. Ja, hier ist ja, sieht es ja richtig, richtig wohnlich aus. Hier unten schon ein Teppich rausgerissen. Kaugummi noch und nöcher. Ist hier nichts? In dem Abteil hier ist ja wirklich absolut gar nichts. Oha.
Na schön. Okay, wir wollten noch im Speisewagen vorbeischauen. Guck mal eben, ob wir da hin können. Hier, ne? Ach, schau mal, wer da ist. Dieser Gangster aus dem Hotel, Guido. Naja, mir kann er keine Angst machen. Hey, Maka, das hier ist dein Nichtraucherwaggon. Okay, vielleicht kann er mir doch ein bisschen Angst machen. Es wird immer schlimmer. Plötzlich ist mir nämlich eingefallen, an wen mich der Schaffner die ganze Zeit erinnert. Eklund, Marquis Mörder. Eklund, genau, so hieß der. Aber warum sind jetzt hier drei von den zwielichtigen Typen im Zug? Die haben die irgendwie ein Sippentreffen hier oder was ist los? Ich habe keine Ahnung. Die Tür ist abgeschlossen. Natürlich, okay. Die Tür ist abgeschlossen. Was haben wir eigentlich noch so dabei? Nur noch die drei Sachen. Oh Mann, so, an ihm komme ich wahrscheinlich nicht vorbei. Mit diesem Typ will ich mich wirklich nicht unbedingt anlegen. Ja, das war irgendwie schon klar, ne? Ich habe so die Vermutung, wir könnten nochmal... Ich entschuldige mich übrigens, dass die Musik hier so laut ist. Das ist wirklich sehr, sehr laut. Können wir das mal irgendwie ein bisschen leiser stellen gerade? Das ist ja fürchterlich. Ich glaube, ich kann das hier nicht leiser stellen, ne? Nee. Bildschirmauflösung ja, aber Musik kaufen möchte ich nicht. Na gut, so, können wir mit dir nochmal... Hör mal, ich brauche deine Hilfe. Was denn los? Da ist ein Typ im Zug, der mich umbringen will. Ganz ruhig, Mann. Der versucht schon nichts, solange du bei mir und Becher bist. Wir sind Veteranen, waren im Breitling Sea dabei. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die britische Armee in einem Konflikt an einem Ort namens Breitling Sea beteiligt war. Vertrau mir, Macker. Du bist in Sicherheit. In Sicherheit? Na gut. Bis später. Okay, das geht also immer noch nicht. Um ehrlich zu sein, ich glaube, dass ich ihn so... Mit dem Handwasser irgendwie aufwecken geht auch nicht, ne? Wir haben ja keine Batterie mehr da drin. Dekorieren? Besoffene dekorieren ist immer lustig. Nein, schade. Okay, ja, der versucht schon nichts. Ich weiß ja nicht so recht. Mit diesem Typ will ich mich wirklich nicht unbedingt anlegen. Ja. Guido sieht aus wie ein Wiesel in einem billigen Anzug. Er sieht außerdem aus wie ein Mann, dem ein kleiner Mord nicht im Schlaf rauben konnte. Okay, das heißt, wir können ihn nicht holen, um uns zu helfen. Sehe ich das hey, richtig? Kumpel. Ja. Bis später. Okay, dann müssen wir nochmal zurück. In unser Abteil, da war ja nichts drin, ne? Ich gehe hier aber trotzdem nochmal rein. Ich hätte es besser wissen müssen, Nico und die alte Dame nicht allein lassen sollen. Plötzlich hat das Schwert von Baphomet an Bedeutung verloren. Es ist mir viel wichtiger, das Mädchen zu finden, das ich liebe. Oh, George ist verliebt. Naja, okay. Also hier ist jetzt absolut gar keiner mehr. Okay. Können wir denn jetzt mit ihm reden? Hey, Kumpel. Ah ja. Habt ihr gesehen, was mit der jungen Frau im Nachbarabteil passiert ist? Nein, Kumpel, kein Stück. Ist sie dir irgendwie verloren gegangen? Sie ist einfach verschwunden. Die alte Dame auch. Ich glaube, sie sind in Schwierigkeiten. Was ist, Mann? Eine alte Dame auch? Jo, ihr müsst mir helfen. Vielleicht sind sie nur auf Klo oder so. Das glaube ich nicht. Die gehen nie alleine. Immer zu zweit. Weißt oh du? Ja. Nein, sie ist entführt worden. Da bin ich ganz sicher. Ich muss sie suchen gehen. Worauf wartest du dann, Kumpel? Der Schaffner, er ist nicht das, was er vorgibt. Willst du ihm aus dem Weg gehen? Schätze schon, ja. Überhaupt kein Problem. Na toll, der ist ja eine sehr große Hilfe. So, Fenster geht nicht auf, wie gesagt. Ich gehe nochmal hier in das Abteil. Weil hier ist doch... Ich verstehe nicht, wieso man hier rein kann, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie nichts da. Okay. So, Wiesel, Easel, the Evil, the Wiesel ist immer noch hier. Ich versuche mal gerade was. Die Tür. Da kommen wir nicht rein. Hier immer noch nicht. Die Tür ist. So, können wir hier noch ein bisschen weiter rüber? Nee, ne? Es geht. Mit diesem Typ will ich. Nee. Wir können also nicht näher an ihn heran. Das ist auch. Ah, doch. Ein bisschen zumindest. Ja. Nee, näher traut er sich nun wirklich nicht an ihn ran. Okay. Ja, viele Optionen bleiben ja jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ich gehe nochmal in unser Abteil gerade. Haben die hier irgendwas liegen gelassen? Aber ich habe eben schon mal geguckt, ne? Hier ist absolut nothing. So, dann sind wir hier wieder raus. Können wir denn hier noch irgendwo hin? Nirgendwo. Na schön. Dann müsst ihr mir helfen, Jungs. Es nützt nichts.
So, was können wir denn mit dem Fenster machen? Können wir die Nase da rauswerfen? Nein. Das Foto? Nein. Können wir den da rauswerfen? Geht auch nicht. Können wir uns das angucken? Auf dem Fenster scheinen sich kleine Gischtflecken angesetzt zu haben. So, nun gut. Er will nicht, dass wir das aufmachen, ihn wecken. Alles, was ich von dem Gesicht des Mannes erkennen kann, ist ein ausgeprägtes violettblaues Auge. Er hat wohl auf die Fresse gekriegt. Ich will ihn nicht aufwecken. Um ehrlich zu sein, ich glaube, dass ich ihn sogar mit einem Feuerwehrschlauch gar nicht aufwecken könnte. Hiermit vielleicht? Habe ich, glaube ich, schon mal probiert, ne? Passiert irgendwas, wenn er sich umdreht? Warte mal. Können wir dem da irgendwas aus der Tasche holen oder so? Aber ich glaube, er wird das ja sehen, ne? So besoffen ist er auch nicht. Mal gerade gucken, jetzt. Ich will ihn nicht aufwecken. Um ehrlich zu sein... Weil er dreht sich ja immer ganz kurz um. Deswegen habe ich gedacht, warte mal, wenn er sich umdreht, kann man hier irgendwas... Nee. Sein können, dass hier irgendwas dann ergreifbar ist oder so. Hey, Kumpel. Ah, okay, können wir ihn... dazu jetzt auch gar nicht mehr befragen, ne? Schade. Bis später. Ah, das geht jetzt. Jetzt auf einmal? Tu es nicht, Junge. Spring nicht. Ich hab nicht vor zu springen. Ich klettere auf das Zugdach. Du machst auch Witze, oder? Dann schau mal gut hin. Jetzt auf einmal geht das. Interessant. Okay. Eben wollte er das ja nicht. Warte, Freundchen, ich helf dir. Ups. Alter, so besoffen wie der ist, das würde ich im Leben nicht machen. Also erstens sich da hochklettern und dass der auch noch hilft. Oh Gott, naja, okay. Ach du Heilige. So, da wir ja hier waren und die da nicht vorbeigekommen sind, würde ich sagen, wir gehen mal in die Richtung, oder? Naja, gut, wenigstens stimmt die Windrichtung. Ich wollte nämlich gerade sagen, es wäre lustig, wenn die Haare in die andere Richtung wehen würden. Da hätte ich dann jetzt schon sehr mich amüsiert. Aber der Zug fährt ja in die Richtung, also müssen die Haare nach da wehen. Das ist schon richtig. Ach du Heilige. Ach, das ist doch der... Ja, genau. Oh, scheiße. Okay, wer ist jetzt hier? Was ist hier? Was ist jetzt hier? Was ist los hier? Ich habe mir schon immer gewünscht, mal einen Zug anzuhalten. Und das hier ist meine Chance. Oh, großer Gott. Was hat die denn im Mund? Ist das so ein... Sie haben uns das SM-Ball oder so? Wir waren von Anfang an auf derselben Seite, Stobben. Unterschiedliche Gründe, aber den gleichen Feind. Die Tempelritter? Nennen Sie dieses Pack nicht so. Die echten Templer waren ein nobler Gegner. Diese Barbaren haben kein Anrecht auf den Namen. Diese Männer sind nicht besser als wilde Hunde. Hinter was sind diese Neo-Templer her? Was ist das Schwert von Baphomet? Nicht, was Sie glauben, mein Freund. Ja, es ist schon eine Waffe, aber eine, mit der unsere Feinde ihre liebe Not haben werden. Ein zweischneidiges Schwert. Eine Macht, die älter ist als Demolé, älter als Salomon. Wir werden sie aufhalten, Sie und ich zusammen. Und Nico. Nein, George. Meine Reise endet bald. An der Pforte des Paradiesgartens. Sie sprechen in Rätseln. Können Sie mir nicht einfach sagen, was Sie suchen? Das Schwert symbolisiert eine gewaltige Energie, die durch eine Ausrichtung der natürlichen Kraftfelder der Erde verursacht wird. Und die ihren Brennpunkt in St. Ninians hat. Diese Energie gab den Tempelrittern die Macht, die sie groß gemacht hat. Eine Macht, die sie so charismatisch werden ließ, dass sie den Willen aller Menschen um sie herum kontrollieren konnten. Wie sind sie vom Bull's Head entkommen? Es ist ein weiter Fußmarsch von der Klippe des Bull's Head zum Dorf, Stobbert. Glücklicherweise bin ich erfahren im Überleben in der Wildnis. Oh Mann, ja, hier, Vielleicht doch nicht. Ich glaube, das bringt jetzt auch nichts mehr, oder? Nee. Nein.
Ja, dann können wir mit ihm jetzt gar nicht mehr reden. Er war die ganze Zeit auf unserer Seite. Daran konnte ich mich ehrlich gar nicht mehr erinnern. Ich habe immer gedacht, er arbeitet mit denen zusammen. Möge Allah sie führen zu ihren Feinden. Danke. Noch ein letzter Punkt. Was? Was wollen Sie? Er ist tot. Verdammt. Ach, verdammt. Ja, wir kümmern uns gleich um Nico. Die läuft ja nicht weg. Ich will nur mal gerade schauen. Der Zug hat auch angehalten, ne? Wir haben ja hier gezogen. Ja, komm, dann befreien wir sie erstmal. Das sieht aus wie so ein, wie diese roten Bälle. Hier, ne? Ja, ich will jetzt, ich, ihr wisst, was ich meine. In so gewissen Filmchen, ne, die ich mir nicht anschaue, möchte ich hier nochmal betonen, da gibt es diese komischen Bälle mit so einem Band, meistens Asiatinnen, die dann da gefesselt sind und haben so einen Maulstopfer da im Mund, ne? Ja. Hey, keine Bange, ich hab dich schon nicht vergessen. Binde mich gefälligst auf der Stelle los, George Stobbart. Mache ich, sobald ich bereit bin. Und interessanterweise kann sie mit diesem Maulstopfer reden. Interessant. Finde ich echt gut. Das ist unfair, George. Nein. Du hast es ausgenutzt, dass meine Hände gefesselt waren. Als Eklund die Waffe auf mich gerichtet hatte, dachte ich, ich müsste sterben. Da fielen mir all die Dinge ein, die ich in meinem Leben noch tun wollte. Und dich zu küssen stand ganz oben auf der Liste. George? Ja? George, wir müssen von diesem Zug runter. Eklund kann jederzeit wieder zu sich kommen. Also, worauf warten wir noch? Okay, Eklund. Ach so, er hier. Links oder rechts? Links. Ich glaube, das ist egal, ne? Ich hoffe. Früh am nächsten Morgen. Ich würde mich wohler fühlen, wenn wir eine Pistole oder sowas hätten. Khan hat mir etwas gegeben. Was? Seine Handtasche. Großartig. Wenn wir ein paar Killern begegnen, können wir ihnen damit ordentlich eins draufgeben. Hatte er keine Waffe? Das ist nur die halbe Wahrheit. Diese Tasche ist voller C4. Wow, warum hast du das nicht gleich gesagt? Junge, jetzt werden wir es denen aber zeigen. Was zum Henker ist C4? Plastik, Georges. Wir gehen shopping, bis wir sie fertig gemacht haben? Kein Plastikgeld, Plastiksprengstoff, 2 Kilo davon. Allerdings ist die Zündkapsel kaputt. Kein Problem, wir kaufen uns irgendwo eine Schachtel Streichhölzer. So funktioniert das nicht. Man benötigt eine kleine Explosion, um die große damit auszulösen. Dann ist das nicht sonderlich hilfreich. Was steht auf dem Schild? Offensichtlich wurde während des englischen Bürgerkrieges in der Mitte des 17. Jahrhunderts dieser Ort als Waffenlager benutzt. Ja? Was ist passiert? Schau dir doch den Zustand dieser Höhle an, George, dann kommst du schon drauf. Ein verirrter Funke? Gut erkannt. Der Turm ist das Einzige, was nach der Explosion übrig blieb. Ich hoffe, die Explosion hat nicht das Schwert von Baphomet zerstört. So? Ich hoffe, es ist zerstört. Ja, bevor es den anderen in die Hände fällt. Ja, und C4, wie gesagt, 2 Kabel rein, irgendwo einen Schalter umlegen und dann hat man seinen Zündfunken, ganz ehrlich. Aber ich glaube, hier wird es keinen Strom geben. Also schwierig mit dem C4. Aber mich würde mal interessieren, zu wem hat denn Khan jetzt gehört? War er in Eigenregie unterwegs oder wie? Oder ist er irgendwie so ein, ja, vielleicht so eine geheime Organisation, die verhindern will, dass das Schwert von Baphomet gefunden wird? Ich vermute es fast. Allerdings war er ja anscheinend alleine unterwegs und hatte weiterhin nicht unbedingt Hilfe. Es sei denn, ja, ich weiß es nicht. So, wir gucken uns hier mal um. Was ist das hier? Schutthaufen? Ich stöbere ein wenig in dem Geröll herum und finde eine alte Tonpfeife mit einem abgebrochenen Mundstück. Ja, die ist ja sehr gut zu gebrauchen. Was haben wir denn? Ja, hier die Tonpfeife. Okay, was ist das hier? Eine Kurbel? Wahrscheinlich hierfür, ne? Der Griff lässt sich leicht drehen. Das große Rad beginnt sich zu bewegen. Dafür. Oh, ja. Verdammt! Der Griff ist abgebrochen. Na wunderbar. Hast du ja schön gemacht, George. Wir können uns das auch nicht weiter angucken. So, was ist hier los?